Sehr schön. Ja, willkommen zurück, muss ich schon fast sagen. Es ist schon ewig her, dass der letzte Community Call war. Ich habe gerade mal geguckt im Juli. Danach war Sommerferien, danach waren zwei riesenfette Projekte, wo zum Glück eines jetzt letzte Woche Montag zu Ende gegangen ist. Das heißt, jetzt ist wieder mehr Zeit und jetzt stehen die Community Calls auch bis Ende des Jahres im Kalender und in meinem sogar schon für nächstes Jahr. Ein bisschen mehr Konstanz reinkriegen. Hi Moritz, hi Alex. Alex ist in die Library umgezogen. Ja, ihr müsstet eigentlich meinen Bildschirm schon sehen, hoffe Servus. ich. Ups, jetzt ein Glückwunsch, jetzt nicht mehr. Ein geschlossenen Moment, machen wir wieder auf. Dup, dup, dup. Genau, wir haben ein paar Themen, wenn im Moment viel Zeit ins Land streicht, gibt es ein paar Sachen zu berichten. Wir können ihn auch selber aufmachen. Ich packe mal gerade den Link noch in den Chat. Vielleicht den Hinweis noch, wir zeichnen wieder auf. Für die anderen, wenn ich im Video sein will, einfach Kamera aus. Okay. So, also, was haben wir heute auf der Liste? Zum einen mal, habt ihr vielleicht mitgekriegt, wir haben ja letztes Jahr im vierten Quartal schon mal so eine erste Learning Circle Experience gemacht. Dieses Jahr im zweiten war eine zweite. Und dann gab es so den Aspekt, dass Firmen angefangen haben, sowas auch zu tun. Also sprich, eine größere Kohorte von Leuten über einen Zeitraum in Lerncircles zu begleiten. Der Christian, der ist leider heute auf Bandprobe, das heißt, der kann uns nichts zeigen, aber den Gerd sehe ich da gerade schon aufpoppen, das heißt, der kann gleich ein bisschen erzählen. Ich habe euch die Links hier reingepackt, also wenn ihr dem folgt, ne, da sieht man mal so die Landingpages, also die DATEV macht das jetzt gerade mit dem Diversity Guide, da ist auch die Piwi mit dabei vom Leitfaden-Team. Und da ist hier auch verlinkt so ein Beitrag im Karriereblog, da stehen so ein bisschen die Details drin und der läuft, ist im September schon losgelaufen. Und läuft bis Januar. Weiß nicht, ob da ist da jemand dabei? Ich kann kurz aus den Innereien berichten. Ich bin nämlich tatsächlich nicht so selber drin dabei. Scheinbar nicht. Das ist auch völlig okay. Genau, da sind dann nochmal zwei so Links drinnen. Also zum einen mal hier im Karriereblog, da wird so ein bisschen berichtet. Das finde ich spannend, dass halt diese ganzen Lernthemen, stellen wir fest, intern auf Resonanz bei Employer Branding-Leuten auch stoßen. Also so ein bisschen diese Story, wenn du zu uns kommst, ist dein Studium und dein lebenslanges Lernen nicht vorbei, sondern es geht weiter. Wir kümmern uns darum, uns ist deine Entwicklung wichtig. Ja, sowas ist spannend und Christian hat mir mal noch geschickt, so einen Link. Da gibt es jetzt zunehmend halt auch so Erfahrungsberichte auf LinkedIn, ne, aus den Circling. Auch das ist spannend, weil damit sozusagen Leute zu Botschaftern des ganzen Themas werden. Und auch da, so ähnlich wie gleich bei SAP, man die Firmengrenze überschreitet. Also da geht es zum Großteil schon darum, dass da Leute drin sind aus der Belegschaft. Bei DATEV weiß ich jetzt gar nicht. Gerd kann gleich was dazu sagen, wie es bei euch ist. Also sind schon viele Leute aus der Firma dabei, aber es geht eben speziell auch darum, das Netzwerk, so das Ökosystem, die Value Chain, das Partnernetzwerk irgendwie mit einzubeziehen. Und typischerweise so formale Weiterbildungen wie Kurse, Seminare und so tun das ja überhaupt nicht. Und das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, dass das jetzt so zunehmend damit reinkommt. Genau, und dann das zweite Beispiel im Bunde, und da bin ich froh, dass der Gerd auch da ist, ist die Learning Circle Experience bei SAP. Auch da ist der Link drin. Auch da findet ihr auf der Seite so grob den Ablauf, ne, mit den Themen, den Leitfäden, aber das kann uns der Gerd gleich noch ein bisschen detaillierter erzählen. Kann ich machen. Jetzt? Ja, schieß los. Hallo. Ja, also jetzt erstmal ein großes Dankeschön, muss ich sagen. Erstmal natürlich an dich, Simon, aber auch an die Autoren von den Guides, die wir verwendet haben, also Sketchnoting, Diversity Inclusion, also die Piwi und Karl und Kollegen, und auch ein großes Dankeschön auch wiederum an Simon und an die anderen Kollegen bei Conti und bei der DATEV. Letztendlich war das so ein bisschen die Inspiration für uns, sowas halt auch mal zu probieren. Und tatsächlich war bei mir der erste Gedanke, das rein firmenintern zu machen. Also ich vertrete so ein bisschen eine SAP-interne Community von Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema Lernen beschäftigen, und habe das dann mit ein paar Kollegen besprochen, unter anderem mit dem Thomas Jennewein, den viele von euch ja wahrscheinlich auch kennen, und der meinte dann: Mensch, warum machen wir das nicht auf? Und
Ja, ehrlich gesagt, war das eine gute Frage. Warum nicht? Und tatsächlich sind uns keine Argumente eingefallen dagegen. Also haben wir das dann probiert und haben es dann zusätzlich, also sag mal, ich habe so ein bisschen die interne Sichtweise vertreten, der Thomas so die externe, weil er ja für Kunden- und Partnerlernen mit zuständig ist im deutschsprachigen Raum. Und dann haben wir uns noch zusammengetan mit der Sophie Hartmann von der DSAG Academy. Also DSAG ist die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe, relativ große Organisation, gut organisiert. Und die haben selbst auch so eine kleine Academy gegründet, um das Thema Lernen in dieser Gruppe weiterzutreiben. Und da haben wir uns eben mit der Sophie Hartmann, die das eben vertritt, kurz geschlossen. Also wir waren im Grunde genommen oder sind drei Parteien beteiligt. Wir haben dann noch zwei weitere Kollegen im Haus mit ins Boot geholt und den Simon. Genau, es sind so sechs Menschen im Organisationsteam. Haben da so ein bisschen überlegt, auch wenn wir zum Beispiel mit der DSAG jetzt speziell im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, wollten wir das gerne aufmachen. Also wir haben halt einfach eine internationale Kundschaft, gerade auch im Kontext unserer Partner. Sind viele halt international tätig und wir haben dann gesagt, okay, also dann wollen wir das auch auf Englisch ermöglichen. Als wir dann so in die Guides reingeguckt haben, war das ein Kriterium zu sagen, die Guides müssten also in einer vernünftigen Version auch in Englisch verfügbar sein und sollten so ein bisschen, naja, also einen stabilen Stand haben. Ne? Das waren so die Kriterien. Und dann natürlich inhaltlich auch so ein bisschen passend für diese Zielgruppe. Also wir hatten uns auch die Guides angeguckt, die bei Conti entstanden sind, die wirklich sehr gut sind. Da war uns aber die Zielgruppe ein bisschen zu spezifisch. Also das wollten wir jetzt möglichst breit anlegen und dann haben wir uns eben entschieden für Getting Things Done, Produktivitätsmethoden für ja, wirklich jeden. Diversity and Inclusion betrifft im Grunde genommen auch jeden und Sketchnoting ist potenziell auch für jeden interessant oder zumindest erfordert es keine besonderen Voraussetzungen und ist flexibel anwendbar. Also das war so ein bisschen dann der Hintergrund. Wir haben eben diese drei Guides dann zur Verfügung gestellt, haben dann ein bisschen in den Kalender geguckt, also auch da aufbauend auf den Erfahrungen, die der Marcel zum Beispiel berichtet hat aus dem Conti-Projekt, das dann ja über Weihnachten und die Jahresgrenze lief, und das eben ja problematisch war, um den Flow so ein bisschen zu erhalten, haben wir in den Kalender geschaut und gesagt, naja, wenn wir das noch dieses Jahr machen wollen, dann müssen wir tatsächlich nach der Sommerpause ran, damit wir dann vor Weihnachten fertig sind. Und das haben wir tatsächlich auch geschafft. Es war ein bisschen schwierig. Wir haben vor der Sommerpause begonnen mit der Vorbereitung und dann waren wir wirklich, ich glaube, 1 oder 2 Wochen waren alle von uns weg. Das war natürlich in der Vorbereitung echt ein bisschen schwierig, aber es hat geklappt. Wir waren da relativ pragmatisch. Haben dann auch, zuerst wollten wir eigentlich ein kleines Video drehen und dann haben wir halt gemerkt, das schaffen wir einfach zeitlich nicht und haben dann wirklich agil reagiert und stattdessen einen Podcast gemacht, weil wir da einfach die besseren Rahmenbedingungen für hatten. Und ja, das Ganze haben wir beworben über verschiedene Kanäle, die Webseite, die ihr eben gesehen habt, auch ein bisschen über LinkedIn. Und dann haben wir vor 4 Wochen unser Kick-off-Meeting gehabt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt etwas über 270 Anmeldungen, also wirklich gut. Davon waren 57% SAP-Mitarbeiter und der Rest Kunden und Partner. Also eine schöne Mischung. Das hat uns gut gefallen. Die Themenverteilung oder sagen wir das Interesse für die Themen war mit einer starken Priorität bei Getting Things Done. So circa 2/3 der Teilnehmer haben sich dafür interessiert. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, lass mich mal schauen. Aktueller Stand ist 21% für Sketchnoting und 13% für Diversity und Inclusion. Also das ist so ein bisschen die Themenverteilung. Teilnehmer kommen aus 36 Ländern, also wirklich sehr international. 81 davon sind Mitglieder bei der DSAG, also auch da recht gut besetzt.
Und was wir jetzt so sehen, also ich weiß nicht genau, ob es die allerletzten Zahlen sind und wir haben auch, oder andersrum angefangen, also was wir neben dem Kickoff und den Pitstops anbieten, also sagen wir mal den Dingen, die jetzt auch bei Simons Kampagne gemacht werden, haben wir versucht, ein bisschen beim Matching zu unterstützen. Also wir haben in der Anmeldung eben abgefragt, für welchen Guide sie sich interessieren und woher sie kommen und haben daraus dann versucht zu schließen, wie sieht es mit Zeitzone, Sprache aus und so mit den Kriterien haben wir dann manuell versucht, Fünfergruppen zu bilden. Das hat leidlich geklappt, war schon durchaus eine Menge Arbeit und wir haben die dann, also diese fünf dann jeweils angeschrieben und gesagt, hier, das sind eure Peers, setzt euch mit denen in Verbindung, Woche null, guckt, dass ihr da irgendwie aufs Gleis kommt. Ne? Wir haben jetzt, sag mal, das Ergebnis noch nicht so intensiv besprochen in der Gruppe. Mein persönliches Takeaway soweit wäre, dass man vielleicht beim nächsten Mal, also dass es gut ist, sowas zu machen und man die Leute jetzt nicht komplett alleine lässt und solange es noch kein anderes Tool gibt, aber ich glaube, das ist ein Thema auch für später, ne, wie es mit Tool sowas aussieht. Also solange es sowas nicht gibt, halte ich es für sinnvoll, das zu investieren. Vielleicht hätte man aber von vornherein, sag mal, Sechsergruppen. weil immer welche rausdroppen, ne? Ganz genau. Also um da so ein bisschen abzufangen, dass eben Leute ausfallen. Ich meine, das ist ganz klar. Ich glaube, das ging allen anderen auch so. Und aus meinen eigenen Circle-Erfahrungen weiß ich auch, es ist manchmal halt einfach schwierig. Man findet keinen gemeinsamen Zeitpunkt oder es kommt dann doch irgendwas dazwischen und dann fallen Leute raus. Das haben wir jetzt eben auch gehabt und natürlich auch so die Situation, dass dann plötzlich nur noch drei da waren und dann sagt dann einer davon, naja, das ist mir jetzt vielleicht doch zu klein oder und fällt dann auch noch raus und am Ende löst sich das Circle so irgendwie auf. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Das haben wir gehabt, halte ich auch für normal. Wir haben versucht, das ein bisschen abzufangen. Einerseits hatten wir eine E-Mail-Adresse, da ging einiges hin an Rückmeldungen. Und aber auch eine geschlossene Gruppe auf LinkedIn, die eigentlich dafür gedacht war, dass sich die Leute da so selbst organisieren. So nach dem Motto, hier, wir haben noch einen Platz frei oder ich suche noch einen. Hat halbwegs. Gab einige, ja. Aber wir wissen nicht, welche zerfallen sind, ohne dass wir es mitkriegen. Genau. Also so gesehen haben wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt keine hundertprozentige Transparenz, welche Circle jetzt wirklich aktiv sind. Einige haben sich, wie gesagt, gemeldet. Von denen wissen wir es. Das haben wir auch nachgepflegt. Und da wäre der aktuelle Stand, wenn ich jetzt gerade nochmal gucke, dass wir von etwas über 270 jetzt auf 249 runter sind. Wenn das tatsächlich stimmen würde, wäre das super. Ich glaube, das ist eine echt gute Quote. Ich vermute, dass da aber noch eine gewisse Dunkelziffer. Dabei ist. Ne? Also diejenigen, die sich bei uns gemeldet haben, die haben wir so in unserem Excel nachgepflegt. Aber wie gesagt, von anderen wissen wir es halt einfach nicht. Wir werden es am Ende dann sehen, wenn die Leute zur Retro dann schließlich kommen und ihre Badges wollen. Dann werden wir sehen, wie viele dann tatsächlich überlebt haben. Ne? Genau. Ja, genau. Ja, perfekt. Ich würde auch sagen, wir werden bestimmt, am Montag ist Pitstop und wir werden dann, wenn wir durch sind, vielleicht nochmal im Community Call berichten und die Q&A dahin dann verlagern, weil Gerd jetzt nicht so viel Zeit hat. Nee, du, wir auch noch einen dichten Plan haben. Mein Meeting ist ausgefallen, aber ich meine, es sind ja noch andere Themen auf der Agenda, deswegen will ich jetzt gar nicht zu viel. Perfekt. Machen. Danke dir. Gerne. Dann, ich weiß nicht, ich hatte den Marcel angeboten, falls er ganz kurz erzählen will, wie es bei Conti weitergegangen ist. Da hat man bei einem der letzten Community Calls auch mal die Info. Es gab jetzt mittlerweile auch verschiedene Präsentationen mit Videos, Podcasts, Blogs, die ich noch verlinken könnte. Genau. Wenn du magst, kann ich ganz kurz was sagen dazu. Also wir haben das intern, sind wir in die zweite Runde gegangen jetzt, haben speziell aber in einem Learning Business Partner Programm, was auch existiert bei uns im Bereich Group HR, Global People Services, sind wir zusammen mit dem Ruben, der damals auch im Projektteam so ein bisschen mit involviert war am Rande, der hat dann richtig Blut geleckt, wie man so schön sagt, ne? Und gesagt, Mensch, wir müssen das jetzt mal direkt auch verankern. Und die haben dann ein entsprechendes Enablement-Programm für Learning Business Partner. Und dort haben wir gesagt, da lassen uns doch die Learning Circles mal begleitend mit einführen oder mit durchführen. Und das kommt eigentlich auch ziemlich gut an. Es gibt schon die ersten neuen Vlog-Episoden von Teilnehmerinnen, die anfangen, dort auch Sachen ganz produktiv zu erstellen.
Wir haben uns auf den ePortfolio Learning Guide fokussiert, den ihr auch auf LernOS findet, und sind dort in dem Bereich tätig, zusammen mit denen durch diese Lernreise durchzugehen, ein eigenes ePortfolio aufzubauen. Ist eigentlich für so Learning Business Partner auch prädestiniert, haben wir uns gedacht, weil es ja auch darum geht, Lernen sichtbarer zu machen, Social Learning zu leben. Als Lernexperten macht das sicherlich Sinn. Und jetzt sind wir auch kurz vor dem ersten Pitstop nächste Woche, Woche 5 dann. Und ja, läuft gut soweit. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der da auch nicht so aktiv ist. Ist logisch, wie du es auch berichtest bei euch, Gerd. Aber ist auf jeden Fall eine kleinere Sache. Diesmal sind um die 20 Teilnehmer. Und dann gucken wir mal weiter, wie das danach skalieren kann und wie wir es weiter verankern können. Genau. Das ist so der aktuelle Stand. Super, danke dir. Ich habe gerade in den Chat gepostet, das Video von der LostCon, da habt ihr es ja auch ein bisschen ausführlicher vorgestellt. Ich glaube, es gibt ein, zwei andere Quellen mittlerweile auch noch, ne, wo ihr berichtet habt. Die kommen wir im Nachgang. Beim C3 Community Call hatten wir noch genau, das so einen Impuls, ne? Genau, das wäre vielleicht noch eine Variante. Genau, und wir hatten bidirektional schon mal gesprochen, also wenn jetzt die drei Learning Circle Experiences durch sind, werden wir mal versuchen, so ein bisschen Vergleichbarkeit herzustellen im Sinne von mal gucken, wie ist eingeladen, intern, extern, welche Plattformen werden verwendet, Abbrecherquote, No-Show-Raten, solche Sachen, dass man da so ein bisschen Heuristik bekommt, wie sowas abläuft. Ne? Da werden wir dann bestimmt bei einem der nächsten Calls mal sprechen. Sehr gerne. Okay, dann vielleicht, bevor wir dann zum Hauptpunkt mit dem Leonid kommen, so ein paar kleine Sachen noch. Der Carsten ist im Call. Mit dem Carsten habe ich jetzt die letzten Monate, muss man fast schon sagen, an der Vereinheitlichung der Core-Canvasse gearbeitet. Da ist der Carsten, sieht schon ganz erschöpft aus, weil heute Nachmittag müssen wir wieder ran. Nein, nichts da. Wir haben noch so viel Energie, dass ich noch Normentexte lese. Oh, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also wer da ein bisschen nachlesen will, haben wir auf GitHub in dem Wiki vom Core dokumentiert. Ne? Wir sind mal rangegangen, Carsten hat die einzelnen Canvases mal visualisiert, wir haben die Elemente rausgezogen, wir haben geschaut, wie kann man die vereinheitlichen, und wir haben jetzt quasi hier unten, da wo Ergebnis steht, so einen Überblick über, wenn ihr da drauf klickt, landet ihr quasi bei den drei Canvases im Moment als Grafikdatei, die sind noch nirgendwo eingeflossen, und das ist jetzt sozusagen das erste Mal durchgängig dieses Layering, dass wir von den Konzepten von Individuum, Team, Organisation eine Durchgängigkeit sozusagen haben, ne? Gekoppelt ja über so Sachen wie Objective Key Results, aber auch Wissenslandkarten beispielsweise. Na, und da werden wir jetzt, das ist heute Nachmittag der Schritt und die nächsten Wochen wahrscheinlich noch, da werden wir nicht fertig werden, ist die Idee, dass wir die 47 Anforderungen oder wie viel es sind aus der ISO 30401, also dem neuen Wissensmanagement-Standard sozusagen mal mappen auf Leitfragen für die einzelnen Canvas-Bereiche, na, dass wir quasi mit dem Leitfaden dann auch compliant zu dem Standard sind. Ja, wer mag, kann sich den gerne mal anschauen. Ich hatte mal überlegt, aber dem greife ich jetzt nicht vor, Carsten. 18. und 19. November ist ja Knowledge Camp. Wir könnten uns als sportliche Zielmarke setzen, den Canvas mit den Leitfragen dort als Session zu präsentieren. Zumindest mal in der ersten Version, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Schon realistisch. Vielleicht, also ich meine, es ist ja nichts anderes als der Herde versucht, sowas wie ein High-Level-Management-System, wie man es auch aus verschiedenen Qualitätsmanagement-Initiativen kennen, zu definieren. Der Reiz war eben dran, das über die verschiedenen Ebenen begrifflich irgendwie ähnlich oder konstant zu halten. Nicht zuletzt, weil wir auch die gleichen Tools und Plattformen und Konzepte wie im LernOS über die verschiedenen Ebenen einsetzen. Und es ging eigentlich bisher überraschend gut. Also ich habe jetzt an keiner Stelle das Gefühl gehabt, dass wir die Begriffe bis zur Unkenntlichkeit verbiegen mussten, um dieses Ziel zu erreichen. Aber je mehr man natürlich mit solchen Konzepten, Denkwerkzeugen arbeitet, insbesondere jetzt einmal diese Anforderungen da einzusortieren, desto mehr Erfahrungen sammelt man natürlich, wo man dann vielleicht doch was übersehen hat. Das hat sich am Anfang wie so ein Teller Spaghetti oder ein Wollknoll angefühlt, aber irgendwie ist der Knoten auf einmal aufgegangen. Dann hat es gar nicht so weh getan. Und jeder, der natürlich da drauf schaut und schon jetzt sagt, oh, wie kommt es denn, dass die Begriffe da so und so definiert sind oder vergleichbar behandelt werden, ja, Feedback ist da jederzeit willkommen. Ja. Nicht nur aus der Norm, vor allem auch von euch. Genau. Wir haben versucht, das einigermaßen transparent zu dokumentieren. Das Ergebnis werden wir jetzt auch nochmal ein bisschen beschreiben und auch die einzelnen Kategorien. Und wenn dann nach November irgendwann das mal soweit rund ist, würde ich auch auf einzelne Leitfadenteams mal zugehen, weil wir zum Beispiel so Konzepte wie Community da drin haben oder Führung.
ne, wo das irgendwie sinnvoll ist, dass dann eine Brücke zu einem Leadership Guide oder dem Community Management Guide irgendwie von der Begriffsverwendung konsistent ist. Ne? Community Canvas gibt es in dem Leitfaden, aber das ist ein bisschen Zukunftsmusik, noch nicht heute. Alright, danke dir, Carsten. Ja, danke dir. Genau, der Leonid kann sich schon mal warm machen, weil das sind nur zwei ganz kurze Sachen. Eine Wasserstandsmeldung, LernOS für Teams. Da laufen jetzt gerade zwei Piloten schon auf dem Prototyp-Leitfaden, einer in der Softwareentwicklungsbereich, eigentlich so Team-of-Teams-Ansatz, also da geht es um so knapp 200 Leute und einer im Rechtswesen, ist auch ganz spannend, 140 Leute im Rechtswesen, auch über so ein Hub-Konstrukt, also so ein 10er-Team oben drüber und dann jeweils die Teams unten drunter. Und es wird im Frühjahr, voraussichtlich ab Februar, noch weiteren Anwendungspiloten geben in einem HR-Bereich, einem sehr großen internationalen. Der wird wahrscheinlich sogar vierstellig sein. Das ist auch schon der neue Teams-Canvas im Einsatz, aber es gibt eben noch keinen veröffentlichten Leitfaden dazu. Aber Zielmarke wäre, dass da im Quartal 2 nächsten Jahres dann was auf GitHub steht, was brauchbar ist. Also das sind wir noch ein bisschen vor der 0.1-Version. Das kennt ihr vielleicht auch in so Projekten. Ne? Das leben dann Sachen in OneNote und werden on the go modifiziert. Und das kann man halt nicht irgendwie in was Druckbares schon rausstellen. Aber nur wer da in die Richtung denkt oder sowas brauchen kann, dass ihr das wisst. Ne? Und dann als kleine Info noch, wir haben jetzt an immer mehr Stellen das Problem gekriegt, dass oder das heißt Problem, eigentlich eher den Wunsch gehabt, dass wir die Connect-Plattform noch einen Schnitt offener bräuchten. Also zum Beispiel jetzt der Link für die Community-Calls, der ist ja hinter einer Login-Wand versteckt und mancher will sich halt vielleicht aus Datenschutzgründen kein Login machen. Das heißt, wir werden jetzt irgendwann in Q4 nach dem Vorbild, ne, wir hatten ja die Sendegate-Community vom Podcasting, die kennt vielleicht der eine oder andere, also nach dem Vorbild Connect so öffnen, dass man die Inhalte auch ohne Login rankommt und erst wenn man interagieren will, also wenn man kommentieren will, was schreiben will, was liken will, ein Login braucht. Und dann kann man für so einen Community-Call den Link vertwittern und dann hat man Zugriff auf Agenda und Teams-Links und so, ohne ein Login zu brauchen. Und in dem Zuge, das habe ich hier hingeschrieben, werden wir auch das Kategoriensystem mal restrukturieren. Wenn ihr hier oben, da kommt nämlich auch ständig Feedback fast täglich, mal hier auf die Kategorien geht. Das ist sowas sehr Gewachsenes, was mittlerweile irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, 4 Jahre oder so auf dem Buckel hat. Also da können wir mal drüber gehen und schauen, wie man das besser machen kann und deswegen, wer Lust hat, kann da gerne in die Kommentare schon Ideen schreiben oder auch gerne auch Frustberichte oder kleine Rants, was ihr alles nicht gefunden habt. Das hilft uns auch zu sehen, wie es besser werden müsste. Genau, jetzt habe ich eine Meldung noch und dann, genau, die Ruth und dann hole ich den Leonid schon mal langsam. Ruth. Ja, hallo. Ich wollte nur mal kurz fragen, ihr habt da jetzt ein riesengroßes System ja aufgebaut und ob ich denn mit meinem Thema gemeinsam dranbleiben, das heißt Begleitung der Transferphase, da irgendwo anschlussfähig bin oder ob das eigentlich da jetzt gar nicht so passt. Ich muss gestehen, du hast mir zwar die Links geschickt, ich hatte jetzt aber in den letzten Monaten noch gar nicht Zeit, so richtig im Detail reinzuschauen. Vielleicht nehmen wir das im nächsten Community Call mal, dass du es mal vorstellst und wir es mal überlegen. Und ich schaue es mir bis dahin mal an. Na, wir hatten ja... Da hat es sich herausgestellt, weiß nicht, wer das vielleicht auch noch nicht kennt, es gibt ja diese Seite LernOS Ansprechpartnerinnen, ne, wo wir alle Leitfäden, die veröffentlicht sind, also die Core-Leitfäden und die Toolbox, also die schon auf GitHub sind, jeweils mit den Ansprechpartnern haben und auch Ideen für Leitfaden und Lernpfade mappen, ne, wo wir den dann ergänzt haben, also das gemeinsam dranbleiben, die Quelle ist hier, das heißt Aufrufe auch an alle anderen, wer da was macht und will das irgendwie bekannt geben, gern hier reinschreiben. Und dann würde ich sagen, mach mal im nächsten Mal einen Slot, wo du mal 5 bis 10 Minuten das mal vorstellst und dann können wir auf der Basis überlegen, wie das sein könnte. Ja, gut. Übrigens, ich sehe keine Notizen hier, ne? Also alles, was du hier in diese Teams-Notizen weitergeben willst, ist für mich nicht... Ich habe keine, habe ich nicht, ich habe nur einen Chat. Okay. Die Notizen, die haben wir gar nicht genutzt. Genau. Alles klar. So, dann hoffe ich, dass der Leonid mit seinem Profi-Podcast-Headset am Start ist. Leonid hat nämlich, und das ist ein ganz, ganz großes Thema, eine Idee wie das Circle-Matching, wo Gerd berichtet hat, dass das ja sehr anstrengend sein kann, wie das vielleicht einen ganzen Tick besser gehen kann und hat da auch schon ein Tool am Start, was man auch schon ausprobieren und Feedback geben kann, was schon fleißig twittert und das wollte er mal vorstellen und Feedback einholen. Hallo zusammen.
Ja, danke Simon, danke für die Einladung. Also vielleicht kennt ihr schon den Circle Finder, den es vor einer Weile gab, den ich an den John Stepper abgegeben habe, der aber dann quasi eingestellt wurde, also das Tool. Und ja, genau, das ist die Seite, das ist nur so eine vorgeschaltete Seite, die ich mal hatte, um das Ding zu zeigen oder irgendwie so ein bisschen das Interesse zu evaluieren, so eine Art MVP zu schauen, wer interessiert sich überhaupt dafür. Da haben sich irgendwie über 70 Leute auch auf die Warteliste eingetragen. Die habe ich vor ein paar Tagen, meine ich, auch fleißig alle informiert, dass der Peer Finder tatsächlich in so eine Beta-Phase gegangen ist. Und ich weiß nicht, kann ich den Bildschirm teilen? Genau, müsstest du. Ich bin mal rausgegangen. Geht nicht? Dann würde ich das mal zeigen. Wie das Ganze aussieht. Also das ist jetzt tatsächlich schon live. Allerdings ab und zu bewerbe ich einige Gruppen, aber noch nicht so breit, sage ich mal, das Ganze, um einfach mal zu schauen, ob da irgendwie noch Probleme gibt mit dem Ganzen und ich überhaupt die Möglichkeit habe, die rechtzeitig zu fixen, ohne das Zeigenteam. Naja, das alle merken. Also der Peerfinder, die Idee oder warum mich das Ganze interessiert hat, also insgesamt so nicht nur jetzt irgendwie Voice-Circle oder Lerner-Circle zusammenzubringen, sondern überhaupt Menschen in so einer kleinen Gruppe zusammenzubringen, die gemeinsam irgendwas machen wollen. Sei das, die lernen an des Guides irgendwas oder die tauschen sich aus. Wir haben zum Beispiel mit Johannes Starke haben wir uns irgendwie festgelegt, wie alle zwei Wochen treffen wir uns und reden über gewisse Themen, die uns interessieren und sowas halt, dass man eine Möglichkeit hat, Leute zusammenzufinden. Und dafür habe ich nichts gefunden. Klar, es gibt Gruppen in LinkedIn, es gibt Gruppen auf Twitter. Meistens ist es irgendwas so was Breites, wo man einfach viele Menschen hat. Man hat nicht so die Verbindlichkeit, dass man sagt, wir treffen uns jetzt. Manchmal schreibt man irgendwie eine Frage dahin. Das ist alles irgendwie so lose. Und wirklich diesen Fokus auf eine kleine Gruppe zu haben, die sich trifft, die sich regelmäßig treffen kann und irgendwas gemeinsam zu machen, um gemeinsam zu wachsen, dafür hat mir tatsächlich eine Plattform gefehlt. Und ich war schon die ganze Zeit eigentlich mit so einem Nachfolger vom Circle Finder, sage ich mal, schwanger und wollte das unbedingt machen und habe mich dann doch entschieden, so ein MVP mit dem Peer Finder zu pushen, der auch nicht jetzt irgendwie auf einen Guide oder Lernos oder was auch immer gemünzt ist, sondern grundsätzlich dafür da ist, als eine Plattform zu sein, um Menschen zusammenzubringen. Und so sieht jetzt die Startseite aus. Ihr könnt euch das gerne auch angucken. Also diese Adresse web.peerfinder.app ist jetzt schon verfügbar öffentlich. Da könnt ihr auch schon drauf kommen. Ihr habt vielleicht, wenn mir jemand folgt, auf Twitter auch ein paar Posts von mir gesehen, wo schon einige Gruppen beworben wurden. Denn wenn man sich da einloggt, auf der Plattform sieht man schon heute einige Gruppen, die erstellt wurden. Ich finde die lustig. Die Metagruppe zu Peerfinder hat bisher die meisten Teilnehmer. Das ist eigentlich nicht gedacht, also die Gruppen werden alle eine Beschränkung haben. Wenn ich sie zum Beispiel anlege, kann ich sagen, die hat maximal 6 Teilnehmer und die anderen können dann nicht mehr dazukommen. Ich glaube, das Maximum, was ich da erlaube, ist so 20 Leute, aber dafür ist es eigentlich nicht gedacht, so eine Art riesige Gruppe zu haben, sondern wirklich einen kleinen Kreis von Menschen, die zusammenkommen und dort sich austauschen und quasi so die wichtigsten Funktionen auch am Anfang anzubieten, die man braucht. Man kann sich austauschen, man kann hier irgendwie in so einem Chat erstmal schreiben und sich irgendwie abstimmen. Und man hat auch die Möglichkeit, als Gruppengründer auch einige Sachen noch mit anzubieten, die spannend wären. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Lernungsgruppe starten würde, könnte ich sagen, okay, ich hinterlege jetzt hier zum Beispiel noch einen Link zum Lernungsguide und die Leute können da draufklicken. Ich kann ja halt so viele Links hinterlegen, wie ich will. Oder ich benutze ganz gerne vielleicht irgendein Miro, sonstiges System als Kollaborationsmöglichkeit, kann ich diesen Link hier mit hinzufügen und hier abbilden. Und das war auch so eine Anforderung, die zwischendurch kam, wenn ich sage, okay, wir treffen uns das nächste Mal, keine Ahnung, nächsten Monat irgendwann mal oder sowas, oder wir haben irgendwie einen Kickoff, dass ich das hier auch anlegen kann. Und das wird mir dann als Termin, ach, jetzt hätte ich natürlich ein Datum in der Zukunft nehmen sollen, das wird mir dann praktisch in der Gruppe als Termin auch angezeigt. Also, dass man wirklich so eine Stelle hat, wo man als Gruppe sich erstmal aussynchronisieren kann und sich austauschen kann. Und dann natürlich die Möglichkeit, auch hier rüber Gruppen zu suchen. Wenn ich dann, also jetzt gibt es das noch nicht, dass ich filtern kann, weil es gibt auch nur wenige Gruppen. Aber später wäre auch die Idee, dass man auch bei so einer Gruppe angeben kann, ist es jetzt eine Lernungsgruppe, eine Wollgruppe, eine Mastermind-Gruppe. Und dass man hier auch später sortieren kann, sagen kann, zeig mir bitte alle Lernungsgruppen, dann kann ich mich da durchklicken. Und einfach beitreten. Also das
funktioniert dann auch einfach, wenn ich eine Gruppe gefunden habe, kann ich dann einfach sagen, ich will dieser Gruppe beitreten. Wenn es noch drei Plätze gibt, bin ich da drin. Ich kann aber auch zum Beispiel als Gruppengründer entscheiden, ich gucke mal, bei welcher Gruppe das war. Ich kann aber auch entscheiden, dass man den anderen Eintritt oder Beitritt anfragen muss und der Gruppengründer muss das bestätigen. Ist auch so gedacht, wenn man jetzt nicht möchte, dass irgendwie alle möglichen Leute plötzlich reinkommen, warum auch immer, kann man das noch einschränken. So eine Art private Gruppe habe ich auch angedacht, ist aber hier noch nicht umgesetzt, dass man auch wirklich Gruppen gründen kann, die gar nicht in der Liste erscheinen, wenn man das dann für irgendwas nutzen möchte. Mein jetziges Ziel ist es grundsätzlich, die Plattform so weit, sage ich mal, zu pushen, dass genug Leute drauf sind, dass sich das Ganze auch lohnt, wirklich da drauf zu gehen, dass sich auch Gruppen bilden können, weil ich glaube, die Leute werden ziemlich entmutigt sein, wenn sie so eine Gruppe hier gründen und da passiert nichts. Genau. Und so sieht es jetzt aus. Das ist halt das MVP. Genau, sehe ich, dass ein neues Mitglied der Gruppe beigetreten ist. Und ich kann auch Nachrichten schreiben an die Leute zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache, die mir wichtig war vom Circle Finder, dass ich ja auch eine Nachricht schreiben kann, um mich austauschen. Und damit, denke ich mal, hat man so den Umfang, zumindest technisch gesehen, der ausreichen sollte, damit sich Gruppen gründen können. Was halt der andere größere Part wäre, noch zusätzliche Informationen anzubieten. Was kommt, worauf kommt es an, wenn ich jetzt eine Gruppe gründe? Ich bin Organisator, Organisatorin. Was muss ich machen? Worauf kommt es an? Was ist Timeboxing und solche Sachen? Dass ich das noch in so einem Blog vielleicht mit dazu anbiete. Also wer mich da gerne unterstützen möchte, jede Hilfe ist natürlich willkommen. Und was ich dann machen werde, also der letzte Punkt, ist halt noch einen YouTube-Kanal anlegen, einfach mal um so ein bisschen so eine Screencast anzubieten für die paar Funktionen, die jetzt da sind, wie man jetzt so eine Gruppe bearbeitet. Genau. Jetzt werde ich bestimmt gleich viele, viele mit Fragen löchern und Applaus und so. Und Kudos gab es schon im Chat, da solltest du mal reinschauen. vielleicht ein Punkt noch, bevor wir in die Fragen einsteigen. Als wir gesprochen haben, hattest du erzählt, dass du auch dir überlegst, da irgendwie ein Monetarisierungsverfahren mit dran zu hängen, dass jemand, der Circle-Begleitung anbieten will, darüber vielleicht auch eine Plattform findet. Vielleicht genau. Sagst du da noch ein paar Sätze dazu. Genau, also die Idee oder warum ich damit überhaupt gestartet habe, meine Idee war jetzt vielleicht ein bisschen anders als beim Circle Finder, grundsätzlich so eine Basisplattform zu haben, die natürlich weiterhin kostenlos ist. Aber mir zu überlegen, was wären so die Mehrwerte, vielleicht für die Leute bereit wären, auch Geld zu zahlen. Und der eine Punkt, auf den ich gekommen bin, war, man bietet zum Beispiel so ein Mentoring an. Also wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal jetzt an, meine Gruppe jetzt hier mit zusammen bessere Fotos machen, dass ich dann sage, okay, wir treffen uns, aber wir haben einen Mentor, eine Mentorin, die in diese Gruppe, also diese Gruppe betreut. Wir zahlen so Netflix-artig eine Summe im Monat, sage ich mal, an diese Personen, sind ein Teil dieser Gruppe. Und diese Mentoren, die bieten halt irgendwas an, zum Beispiel ein paar YouTube-Calls, ein paar Zoom-Calls, wo sie was erzählen. Oder wenn es vor Ort ist, trifft man sich und die Person bietet was an. Und so könnte man natürlich auch bei Circles machen, also dass ich dann sage, okay, sagen wir mal Podcasting-Guide und ich bin der Mentor einer Podcasting-Gruppe, dass ich dann mitkomme, 2-3 Mal vielleicht im Monat, je nachdem, das muss man überlegen, was sinnvoll ist und die Leute betreue, vielleicht irgendwie Fragen beantworte oder irgendwie Feedback gebe, was erzähle. Und für diese Mehrleistung, die ich erbringe, zahlen die Menschen praktisch an mich als Anbieter davon, sage ich mal, diese eine Gruppe zahlen irgendeine Summe. Und ich als Anbieter dieser Dienstleistung, weil ich damit Geld verdiene, zahle ich dann irgendeine X-Summe an die Plattform als ebenfalls Subscription. Und das Ganze so auch zu gestalten, dass es für die meisten Leute irgendwie mehr oder weniger risikolos ist. Solange ich in dieser Gruppe bin, zahle ich dann diese Gebühr an diese Person. Und wenn ich dann austrete, zahle ich halt nicht mehr. Und das Gleiche könnte auch bei den Mentoren sein, dass solange sie praktisch diese Dienstleistung anbieten, sind sie in so einem Premium-Paket, zahlen dafür Geld, aber wenn sie sagen, nee, kein Bock, also ich keine Zeit, will damit kein Geld verdienen, dann geht man wieder auf die Basismitgliedschaft. Also das ist aber eher so die Zukunft. In die Richtung würde ich es gerne ausrichten, aber jetzt für den Anfang geht es mir eigentlich nur darum, wirklich diese Gruppen überhaupt den Menschen beizubringen, dass man in Gruppen gerne lernt. So, jetzt bin ich irgendwie
Simon, du bist gemutet. Na, ich war's. Ach so. Ich sage, das ist trotzdem ein wichtiger Punkt, finde ich, weil bei so Community-Projekten immer ein Problem sein kann, dass man am Anfang viel Herzblut und Zeit reinsteckt und Infrastruktur aufrechtzuerhalten ist teuer in Zeit und Geld in der Regel. Und wenn man da nicht irgendwie ein nachhaltiges Modell hat, dann hat man halt ganz oft Sachen, die leben ein Jahr oder zwei und sind dann weg. Und deswegen finde ich das gut, sowas gleich von Anfang an mitzudenken. Genau. Wer fragt? Genau der Punkt, ja, tatsächlich. Also zum einen die Weiterentwicklung. Also das habe ich damals beim Circle Finder gemerkt, dass dann die Leute auf mich zukamen mit irgendwie extra Wünschen. Und ja, ich war irgendwie nicht bereit, das alles umzusetzen. Aber auch der Betrieb in der nächsten Zeit wird schwierig. Also ich habe zum Beispiel mich dieses Mal darum gekümmert, also zum einen natürlich eine Datenschutzerklärung auch mit anzubieten. Allerdings basiert natürlich alles auf irgendwelchen kostenlosen Generatoren, weil ich mir das nicht leisten kann, da jetzt irgendwie viel Geld auszugeben, genauso wie die AGB. Das ist alles auf dem, was ich so finden konnte, basierend. Und wenn man jetzt, also was ich jetzt hier eingebaut habe, ich glaube, Simon, von dir gab es einen Tweet vor kurzem zum Thema Kontolöschen, dass es nicht geht. Das war auch ein wichtiger Punkt für mich, dass man jetzt auch sein Konto löschen kann. Die einzige Einschränkung ist, wenn man jetzt Gruppen gegründet hat, die Mitglieder haben und ich glaube insgesamt, muss man sich darum kümmern. Man kann jetzt zum Beispiel diese Gruppe, wenn ich sage, ich lösche mein Konto, kann ich diese Gruppe hier übertragen. Also ich kann die Ownerschaft praktisch für diese Gruppe an ein anderes Mitglied übergeben und dann kann ich hier reingehen und auch mein Konto löschen vom System. Dann werden auch alle Daten gelöscht tatsächlich, die ich erzeugt habe. Aber sowas, wenn man das wirklich weitertreibt und sagt, okay, ich will jetzt zum Beispiel auch eine Auskunft haben, alle Daten, die über mich gesammelt wurden, müssen mir irgendwie bereitgestellt werden. All diese Dinge kosten Zeit und meine Zeit skaliert nicht so sehr. Wenn ich jetzt jemanden noch dafür nehmen würde, der das mitentwickelt oder weiterentwickelt, dann wäre es sinnvoll, das auch irgendwie finanziell unterstützen zu können. Absolut richtig. Aber für den jetzigen Umfang mache ich es gerne so. Ich überlege mir, das war auch ein Tipp, der mir gegeben wurde, so eine Art Spenden irgendwie Button hier einzurichten. Also wenn Leute mich freiwillig unterstützen wollen, dass das praktisch schon der Weg wäre. Aber so lange bleibt alles in dieser Funktionsumfang wird immer kostenlos bleiben. Sehr gut. Wer jetzt Fragen hat an Leonid, gern die Hände hoch. Ich sehe, der Marcel war der Erste. Ja, erstmal ganz toll, Leonid. Ein tolles Tool und sehr gespannt, was man damit noch alles machen kann. Ich habe mich auch gleich registriert und bin schon ein bisschen am Rumschauen und Gucken, hast du ja mitbekommen. Was mich sehr interessieren würde, ist, worauf basiert es technisch und wie offen wird es sein für Anbindung, weil wir natürlich auch in Teams sehr aktiv sind. Wäre es möglich dann, dass man so einen Peerfinder auch als App im Team Store dann mit aktiviert über eine offene API oder sowas? Also was hast du da angedacht damit? Worauf basiert es technisch und was ist möglich? Also technisch basiert das auf einem PHP-Framework. Mhm. Weil ich da einfach Erfahrung und Kenntnis hatte. Mhm. Also bei den Teams-Apps ist es ja so, dass sie oft einfach nur eine Web-Einbindung sind. Also die zeigen irgendein anderes System, also ein anderes System an. Das ist jetzt, denke ich mal, kein Problem. Wo das dann interessanter wird, wenn man dann sagt, okay, man möchte den Login benutzen vom Unternehmen und so weiter. Also wenn man jetzt den Peerfinder in die Richtung nutzt, in irgendeiner Form offiziell einzusetzen, dann kommt halt so ein Riesenberg an irgendwelchen Assessments und sonstigen Sachen. Und da müsste man sich überlegen, ob sich das lohnt, also ob das das Richtige wäre. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt den Peerfinder einsetzt, einfach nur als App im Store, aber mit dem Login des Peerfinders könnte ich mir schon vorstellen, dass man das anbieten könnte. Also spreche jetzt nichts dagegen, quasi als ein externes Tool. Super, danke dir erstmal. Frage beantwortet. Genau, dann habe ich die Doris als Nächstes. Ja, hallo. Hi, Leonid. Wie cool. Ich finde es richtig. Deswegen war ich bei unserem Podcast so selten, weil ich... Ja. Das mich erwischt. Jetzt weiß ich, warum wir uns so selten sehen in letzter Zeit. Und ich habe da gerne den einen oder anderen Podcast weniger mit Leonid gemacht, weil die Plattform ist wirklich richtig cool. Und ich finde es super.
Leonid und ich, ja, wir kennen uns ein bisschen und Leonid kennt auch so ein bisschen meine Einstellung und was mich gerade so umtreibt. Und genau, ich muss tatsächlich sagen, diese ganze Geldmaschinerie im Beratungsmarkt ist etwas, was mich total umtreibt und was ich auch irgendwie als Vertreterin des Unternehmens ganz schwer nehmen kann. Also es bewegt mich total. Ich bin auch Verbinderin zur DACH30-Netzwerk. Das verbindet uns alle. Ich habe eben schon Conti, SAP alle gehört. Also es bewegt uns sehr und deswegen, ich kann total nachvollziehen und finde es nicht nur eine reine Konsequenz, über monetäre Dinge nachzudenken. Und gleichzeitig würde ich tatsächlich fragen, ob wir uns mal in der Gruppe zusammensetzen, wie kann sowas eigentlich gut gelingen, also eine Balance halten, dass es nicht in so eine Geldmaschinerie dahinter, wie wir das bei dem anderen mit den drei Buchstaben, die so dick über allen Häusern prangern, und auf der anderen, also dass das nicht wieder passiert und auch im Sinne des Lernens, wie wir hier was besser machen oder verändern, dass das anders ist. Ich finde super, dass ihr direkt am Anfang darüber nachdenkt, weil das bleibt, glaube ich, gar nicht aus. Und ja, ich bin gespannt, was uns dazu einfällt. Und ich kenne, Leo, ich kenne auch deine Einschätzung und Gedanken dazu. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es auch immer sehr cool. Ich denke, dass, wie du sagst, es ist wichtig, das am Anfang zu bedenken. Also ich finde zum Beispiel, du kennst ja auch meine Einstellung zu dem, wie Working Out Loud jetzt in welche Richtung es gegangen ist und warum ich den Weg von Simon so gut finde. Weil er eben, wie schon am Anfang, diese Open Source, dieses Mindset quasi reingebracht hat. Also, dass man immer eine Grundfunktionalität hat und die Erweiterung davon kann dann Geld kosten oder irgendwelche Zusatzdienste, die Geld kosten. In diese Richtung denke ich auch. Also, ich möchte natürlich nicht jetzt so sagen, okay, halbes Jahr später für die Grundfunktionalität von dem Peerfinder muss man Geld zahlen. Also, ich bin ein Feind von solchen Sachen wie: Die Premium-Funktionalität ist jetzt etwas, was man aus der freien Version rausgenommen hat. Das muss es nicht passieren, sondern wirklich auch zu überlegen, was sind die Mehrwerte, die dann on top kommen. Und auch tatsächlich zu, also was ich cool fände, alle von uns sind Experten auf irgendeinem Gebiet und man könnte jetzt einfach dieses Wissen gegen Geld anbieten. Warum nicht? Also es muss ja, man wird jetzt nicht unbedingt reich, aber zum einen ist es eine Anerkennung. Also wenn ich habe ein paar Podcast-Kurse gemacht dieses Jahr und ich wurde jetzt nicht reich davon, aber es war total cool zu wissen, dass ich dafür ein paar Euros bekommen habe, dass Leute bereit sind, dafür wirklich Geld zu zahlen. Weil es ist ein Unterschied, ob jemand sagt, ja, geile Sache, toll gemacht, weil for free ist alles toll. Aber wenn man jetzt so auch nur Kleinigkeiten dafür zahlt, das ist schon was anderes. Und auch in diese Richtung zu gehen, zu sagen, okay, jemand gründet eine Gruppe und bietet das Wissen an und zahlt dafür halt oder bekommt dafür ein paar Euros von den Menschen, die da mit drin sind. Und einfach fairnesshalber zahlt diese Person, weil sie mit Geld verdient, etwas an die Plattform. Und damit kann man die Plattform halt sichern und die Person hat die Motivation, das halt weiterzumachen. Und so in die Richtung denke ich. Ich bin natürlich offen für alle Vorschläge. Also wenn man jetzt auch sagt, okay, man kann das irgendwie anders vielleicht finanzieren, dadurch bleibt das alles komplett offen und frei. Aber ich meine, man kann es auch heute machen. Also man kann auch heute da jetzt reingehen, eine Gruppe gründen, sagen, ich bin der Mentor, mach das alles kostenlos. Das spielt ja nichts dagegen. Aber damit kommt diese Unfairness, ne? Wenn man, ne, ob es Fairness in dem Business überhaupt gibt, dann lassen wir, ne, das ist schon wieder ein eigener Lern-OS-Wert. Aber die Geschichte ist halt, wenn Menschen das eben, ne, weil sie Unternehmensvertreter sind und gar nicht finanzieren, ne, das würde, also bei uns würde das gar nicht funktionieren, weil die Firma sagt, bis wir das in Rechnung gestellt, das bringt es nicht. Ne? Also, und wir gehen ja auch, ne, Wissen zu teilen, ne, weg von Wissen ist Macht hin zu Wissen teilen. Und das unterscheidet schützt das nicht. Aber deswegen, ich habe das Rätselslösung auch noch nicht, um Gottes Willen. Aber ich fände es halt wirklich, wirklich richtig cool, wenn uns da irgendwie noch was zu anfällt. Und wir nochmal halt speziell dazu ein Follow-up machen, finde ich auch spannend. Finde ich richtig cool. Ja. Weil vielleicht, dass man seitens der Unternehmen nämlich viel mehr unterstützen kann als Lernkultur und da irgendwie, also was immer, ne? Ja. So Supporter oder Sponsoring-Modell oder irgendwas. Ja, total. Ja, da machen wir mal einen Thread auf, um Ideen zu sammeln und ein Event. Sehr cool, danke dir, Doris. Die Ruth habe ich als nächstes in der Liste. Ups. Ja, also zum einen denke ich, wenn du tatsächlich einiges an Arbeit reinsteckst, um einen guten Circle aufzubauen, kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, das kann man auch nicht längerfristig durchhalten, so eine Art von Arbeit. Also da brauchst du, wenn du nicht sehr gut verdienst in einem anderen Job,
tatsächlich etwas, was zurückkommt. Ich würde mich gern mal mit dir darüber unterhalten und würde eigentlich gern mal ein Gespräch mit dir machen, wenn das okay ist, ja? Ja, okay. Okay. Ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich so, weil also ich habe das beim Circle Finder schon erlebt. Damals halt, im Grunde ist es alles Zeit. Also wenn ich sage, okay, ich mache das on top zu meiner Arbeitszeit, ist ja okay. Ich priorisiere, weil jetzt, gut, wenn jetzt so ein Ding live geht, dann sage ich auch zu Hause, zu der Familie, das muss jetzt wirklich, hat Priorität, aber das ist nur ein kleiner Peak praktisch. Und dann gehe ich wieder zu dem Modus zurück, dass ich sage, meine Tochter und meine Frau gehen vor zum Beispiel. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt was mache, das ist wichtiger. Klar, wenn jetzt ein Bug ist und die Plattform funktioniert nicht, kann sein, dass ich mich darum kümmere, aber dann mache ich dann irgendwie in der Mitternacht schon das Ganze. Das kann man aber, oh, jetzt bin ich komplett blau geworden. Das kann man aber auch nicht lange. Oh, komisch. Weiß aber ja, gleich bei der Kamera. Ja. Also man kann es aber nicht wirklich lange unnachhaltig durchziehen. Also das muss auch sein. Und das war das Gleiche halt bei der Plattform davor. Ja. Und diese ganzen, vor allem sowas wie Inhalte, das kostet auch viel Zeit, anbieten, alles drumherum, worauf kommt es an, was muss man machen, damit so eine Gruppe funktioniert und so weiter. Das gerne auch irgendwie an die Community so ein bisschen outsourcen, weil ich bin jetzt auch nicht allwissend und meine Zeit ist begrenzt. Das ist genau richtig. Genau, so, danke Ruth. Ich bin der Nächste in der Liste. Ich habe auch meine Hand gehoben. Ich habe eine ganz Kleinigkeit, die ist mir vorhin aufgefallen, als der Gerd berichtet hat, wie schmerzhaft das war, die Circle zu matchen mit der Excel-Liste. Also das war halt ganz, ganz viel Handarbeit. Und dann wurde ja auch gleich nach Integration gefragt. Es gibt von dem David Weinberger, gibt es dieses Web 2.0-Paradigma, Small Pieces Loosely Joined. Also nicht Sachen eng zu integrieren, im Sinne von den Teams-App-Store zu stellen, sondern irgendwie eine lose Integration zu haben. Und wenn man jetzt an so eine Learning Circle Experience wie bei SAP oder bei Datev nachdenkt, könnte ich mir vorstellen, ein Circle intern mit einem Tag versehen zu können, mit einer Kategorie versehen zu können und die Liste der verfügbaren Circle über diesen Tag per Link zugreifbar zu machen, wäre ein ziemlich cooles Feature. Dass du sagst, an alle Teilnehmer, die sich bei SAP über das Formular anmelden, gibst du den Tag SAP 12345 und dann kann jeder, der einen Circle anbietet, diesen Tag vergeben und du kannst in der internen LinkedIn-Gruppe einen Link geben und sagen, wenn du da drauf klickst, findest du im Peer Finder Circle, aber nur die, die in der Learning Circle Experience dabei sind. Und du musst nicht anfangen, irgendwie Logins zu sharen, Single Sign-On über irgendwelche SAP-Accounts zu machen oder so, sondern das wäre so eine ganz leichtgewichtige Art der Kopplung. Sowas fände ich spannend, drüber nachzudenken. Das Einloggen bräuchte man ja trotzdem, oder wie? Ja, das brauchst du dann trotzdem, klar. Aber okay. Du kannst ja einfach mal reingucken, das ist eine Liste von Circlen, ist da einer dabei in meiner Zeitzone, wo mir die Nasen so grob passen, wo die Uhrzeit passt. Ja, also das könnte ich mir vorstellen, so als ein Gedanke. Also die Idee hatte ich auch, also im Sinne von, dass man so eine Art ja, so Bereiche bilden kann. Wir haben auch darüber gesprochen, so Lernzirkel für Lehrerinnen und Lehrer anzubieten, die sich da auch austauschen wollen. Und vielleicht ist es sinnvoll, dass man die auch abkoppelt, also dass jetzt nicht alles gemeinsam in einem Topf der Circles erscheint, sondern dass man dafür wirklich so einen kleinen Bereich hat, wo die aufgelistet sind. So, es könnte vermutlich in diese Richtung gehen, Simon, wie du sagst. Genau. Da gehst du aber ziemlich schnell schon wieder in so eine Richtung Mandantenfähigkeit in Anführungszeichen, ne? Dass du sagst, so irgendeine Schule oder irgendeine Firma hat bei dir einen eigenen Bereich, was es in der Regel recht komplex macht, ziemlich schnell. Ne? Ja, das macht es tatsächlich komplex, weil dann, also bei uns, wir haben das, das merke ich bei Teams, bei uns, ja toll, alle haben ihre Mandanten, jetzt heulen alle, weil sie nicht zusammenarbeiten können. Und dann, ja, da muss man hier irgendwie einen Tunnel schaffen, da muss man was aufmachen, damit man zusammenkommt und solche Sachen. Die Komplexität würde ich mir gerne jetzt vom Leib an. Also da muss man sich wirklich was Pragmatisches überlegen, wie man sowas anbietet. Ja. Ja. Ja, der eine Punkt, der halt noch offen ist, ist so, wie binde ich zum Beispiel Lernos ein? Also würde ich zum Beispiel sagen, ich kann dort einen Circle auswählen, das ist Lernos Circle und die Richtung, keine Ahnung, Sketchnoting und dass da vielleicht eine Hilfe kommt, sowas wie irgendwie ein Link direkt auf den Guide oder sowas. Oder ob man jetzt automatisch mehrere Termine anlegt oder sowas. Also das ist halt noch offen, aber das wären so die Gedanken, wie man diese ganzen Sachen ein bisschen näher einbindet. Also wenn wir das Kategoriensystem überarbeiten, ich fange auch gerade schon an zu überlegen, ob man dann nicht in Connect den Pseudo-Circle-Finder, der da drin ist, rausschmeißt und das verlinkt. Und das würde ich gerne als so ein Thema jetzt weiterziehen die nächsten Monate, dass wir darüber nachdenken gemeinsam. Die Marianne habe ich noch mit der Hand oben als Letzte.
Außer es kommt noch jemand dazu. Ja, also ich war echt traurig, als dieser Wolf Circle Finder dann eingestellt wurde und die Idee, dann so was Unabhängiges darzustellen, super, also war ich richtig begeistert. Habe jetzt auch gleich selber so eine Gruppe eingestellt, Lerncircle zu suchen, auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, das mal auszutesten, ne? So. Ich kenne das auch mit dem Matching übrigens, also ich habe es über Doodle gemacht, trotzdem viel Arbeit, ne? So Gruppen zu matchen und von daher ist das super hilfreich. Du hast vorhin gesagt, war gar nicht so gedacht, in deiner Meta-Gruppe so viele Leute drin zu haben. Also ich habe mich da eingetragen zur Unterstützung, weil ich die Idee cool finde. Und zum Beispiel jetzt eben auch ist mir aufgefallen, was ich für Wünsche hätte, wenn ich so eine Gruppe einstelle. Sag einfach mal in der Runde, was du brauchst. Ja, ich meinte auch, die Gruppe ist halt größer geworden, weil also der Sinn ist jetzt nicht, dass man sich in so einer riesigen Gruppe vernetzt, aber das ist halt eben eine Metagruppe, also dafür passt das schon ganz gut. Man wird nur merken, wenn man da, glaube ich, an die 20 Mitglieder rankommt, dass sie dann geschlossen wird automatisch, aber genau in diese Richtung geht es. Also was für mich tatsächlich interessant wäre, also richtige Circles damit zu machen, also wirklich Erfahrungen zu sammeln, also jetzt so auf Metaebene oder aus meinen Erfahrungen, aus Lernauszeiten, aus Wollzeiten, habe ich mir gedacht, ja, das bräuchte man hier und da. Also bei uns war das Thema immer, was ist der nächste Termin zum Beispiel, dass man das irgendwo sinnvoll abbildet. Was sind so die Informationen, die wir brauchen? Deswegen diese Liste mit den Bookmarks, das hat auch Simon mir nochmal gesagt, dass das gut wäre, dass man solche Sachen halt mit ablegt, wenn man schon in diesem Circle ist. Weil der Ansatz beim Circle Finder war, ich bringe nur die Leute zusammen und danach ist es mir egal, wie die weitermachen. Und jetzt ist natürlich schon die Idee, dass die Leute diese Gruppe auch weiterhin nutzen. Also wenn man sagt, das ist vielleicht eine Mastermind-Gruppe, dann sind wir zeitlich gar nicht begrenzt, sondern wir machen immer weiter. Und wir posten da eigentlich Sachen rein, einen Link auf etwas Interessantes oder später vielleicht eine Datei oder man hat ein Miro-Board. Und dann weiß ich, okay, wo trifft sich diese Gruppe? Ich weiß, in dem Peerfinder stehen alle Informationen dieser einen Stelle, um weiterzukommen. Das ist so die Idee. Und natürlich wäre der Wunsch, wenn jemand sagt, ja, ich suche wirklich einen Lerner-Circle für irgendein Thema, dass ihr das ausprobiert darüber und auch natürlich fleißig versucht, auch die Leute anzuwerben für eure Gruppe halt, ne? Also um die zu bilden. Und dann weiß ich so ein bisschen mehr, ob es in die richtige Richtung ging oder nicht. Wie man so schön sagt, ein Problem-Solution-Fit, also ob man tatsächlich ein Problem löst oder glaubt, ein Problem zu lösen. Das heißt, dir wäre am meisten geholfen, wenn alle, die jetzt irgendwie Circle zusammenkriegen wollen, es einfach nutzen, um zu probieren, den Circle zu formieren. Da wäre wahrscheinlich der Weg, einen anzulegen und dann auf den üblichen Kanälen, Twitter, LinkedIn, eigenes Netzwerk, den Link zu diesem Circle zu verteilen, oder? Zu sagen, genau. Hier, ich will gerne einen machen, schaut da mal rein. Genau, und natürlich, das, ja. Ich habe das so ein bisschen noch erweitert jetzt in diesem, weil es war für mich wichtig, wenn man jetzt einen Link teilt irgendwo, zu einer Gruppe gibt es eine kleine Vorschau, also da steht der Name und auch ein bisschen Beschreibung. Cool. Das ist halt ganz gut. Man braucht sich nicht sofort anzumelden. Man kommt auf so eine Preview-Seite von dem Circle. Man sieht nichts davon. Also wenn man dort Links einträgt, Termine, die bleiben wirklich alle verborgen, bis man sich der Gruppe eingetragen hat. Aber als Gast sieht man zumindest so Sprache starr, dass man wirklich auch den Leuten so ein bisschen zeigt, wo gehen sie rein, wenn sie sich da anmelden. Genau. Genau. Und natürlich spread the word, also einfach weitersagen, Link verteilen, rumreichen, dass möglichst viele Leute jetzt auch ausprobieren und wir Erfahrungen sammeln. Ich würde auch, wir werden unsere nächste Learning Circle Experience in Q1 nächstes Jahr machen. Da werde ich mich vorher nochmal bei dir melden, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das Circle Matching da komplett mal da drauf machen. Mal schauen, dass man da so 10, 20 Circle irgendwie hinbekommt und dann strukturiert vielleicht das Feedback von den Leuten auch mit einsammelt hinterher. Ne? Ja. Dass man so eine größere Kohorte durchschleust. Das wäre ganz cool. Cool, ja. Hast du noch irgendwas? Famous Last Words? Ja, also wäre cool, wenn wir uns vielleicht noch zu so einem Termin zusammensetzen, überlegen, wie man jetzt Lernos da so ein bisschen näher reinbringt oder überhaupt diese Guide-Geschichte auch mit anderen Themen. Also wäre vielleicht so ein Follow-up ein bisschen mehr, nenne ich technisch fachlicher Natur, wäre cool. Ja. Sonst freue ich mich, wenn ihr das ausprobiert. Also könnt mich gerne auch direkt kontaktieren, wenn was ist. Ich verspreche nicht, dass alle Wünsche umgesetzt werden, aber ich nehme sie auf jeden Fall alle gerne entgegen. Und dann gucken wir mal, wohin die Reise führt. Also, danke auch natürlich für euer Vertrauen, für diejenigen, die sich das da angemeldet haben. Danke. Wir fühlen uns bei dir in guten Händen. Danke dir. Ich gebe mir Mühe.
Sehr schön. So, Moment, dann teile ich nochmal. Wir sind ja fast schon am Ende der Agenda. Dann haben wir bestimmt ein paar Minuten übrig, falls noch jemand irgendwas sagen will. Genau, ich habe eigentlich nur noch den Ausblickspunkt hier hinten drinnen. Knowledge Camp wird sein 18. und 19.11. Ich hatte ja vorhin gesagt, diesen Canvas für Organisationen mit den Leitfragen, den werden wir da versuchen vorzustellen, zumindest in dem Stand, wie er dann ist. Ich habe schon gesagt, die Community Calls sind aber jetzt wieder regelmäßig. Die werde ich auch bei uns im öffentlichen Kalender einstellen, cognion.de/events, da kann man die abonnieren, weil es immer mal Leute gibt, die den Community Kalender nicht finden. Einfach Connect Startseite, der ist immer oben angepinnt. Also immer der erste Eintrag ist dieser Community Kalender und da stehen in der Regel alle Events drin. Also das heißt, nächste Community Call 12.11. und der übernächste dann 3.12. mit Glühwein bewaffnet. Und da ist schon der 20, nee, ist er noch nicht, ich habe ihn schon vorbereitet, jetzt die nächsten Tage kommt da der 2022 schon rein, weil der sich auch so langsam mit Terminen füllt. Sehr schön. Eine kurze Rückfrage, gibt es eine Terminserie von dir dazu, Simon, oder lädst du dann immer kurz vorher per Teams ein oder wie machst du es? Es gibt eine, ich hatte das irgendwann mal umgestellt, jetzt habe ich es gestern nochmal an den Verteiler verschickt, ich hatte eine Weile irgendwie die Leute im Verteiler bei mir im Kalender drin, da waren aber 300 Leute auf dem Termin. Ja. Dann habe ich gesagt, das stelle ich irgendwann mal um, weil sonst wird der Outlook-Termin zu bearbeiten langsam und datenschutzmäßig ist es auch nicht so ganz sauber. Mhm. Das heißt, ich habe gesagt, wenn jemand auf den Kalendereintrag drauf will, mir einfach kurz eine Nachricht schreiben und dann setze ich dich damit drauf. Alles klar. Perfekt. Wunderbar, danke. Genau, jetzt haben wir 4 Minuten noch Zeit. Das heißt, falls irgendjemand noch was verkünden will, bekannt geben will, gerne jetzt. Sonst habt ihr 4 Minuten Slack-Time gewonnen. Sehr schön. Alles klar, dann schönes Wochenende euch und bis in Bälde. Ebenso, Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, schönes Wochenende.